Vielleicht kommt das ja durch. Dann war es mal drin, perfekt, oder? Ja. Oh Gott, da. Was hast du mir jetzt eigentlich geschickt? Gutes gelingen. Okay. Good luck, have fun. Und jetzt bin ich auch, dass der Eli gerade 7-7 Rank ist. Wow, so also Standardspieler wird nicht. Wow. Oh well. Richtig Bock. So. Schauen die alle an. Machen alle Augen. Sind ja beide noch Tier 7, gell? Yep. Mhm. Heißt es jetzt aber, dass sie jetzt technisch gesehen Tier 8 Maps picken können? Na, oder? Nö. Sind nur Tier 7 und 6. Right. So, wo bleibt denn der da? Hat noch 5 Minuten. Wir sind so. Die Early Birds. Ah. Irgendwie geschrieben. Ja, scheiße, meine Uhr geht jetzt schon 6 Minuten vor. Echt, oder? Ja, bei mir ist schon eins nach. Ja. Stress dich auch voll um, Alter, und dann los. Immer Ruhe. Der immer Ruhe. Wahrscheinlich nicht. Einfach nur random ausgehört. Guten Tag, ist dem. Achso. Craft Miles, doch in nicht. Ich mache mir das mit Dörner auf wegen Maple dann auch schon. Mhm. Weil das macht leichter. So, Tier 7. Also, ja. Der Mars ist ja noch so geil. Aber jetzt ist es 6 Lips. Alter, dieser scheiß Lotus-Keks, Alter, das sind so geil. Oh! Lotus-Keks? Ja, die Karamell-Keks, die was du normalerweise mit zum Kaffee dann dazu kriegst. Ah! Okay. Oh ja. Da gibt's eigene, kannst du selber ganze Bocken davon kaufen, Alter. Oh. Abhängig davon. Ist echt so, Alter. Nehmen wir nochmal. Wenn die Kaffeegrenze und na. Ne, ist dann echt gut. Ja, was ist denn das? Geht schon los. Jo. Eins, Alter. Kobans. Die Deutschen. Die Deutschen. Invasion! Ich kann mal den Stream da wieder anmachen. Einen guten Stream halt, ne? Oh, muss ich gleich voll aufgehen. Ja, ich muss gleich oder wieder die Soundboard einspammen. spielen wir schon wieder Sound Vortex. Ja. Sound Vortex da nicht. Sound Vortex steht immer noch drin. Ja. Ich hab's gefixt. Na. Ich hab's das Evo-Update geupdatet, also weißt du was sagt? Ich hab die Page gerade aufgemacht, ich hab Alter, was war's denn ich, was Twitch macht, Alter? Es ist das Sound Vortex Turnier für heute. Also das Game! Oh. Ja. Was ist das? Ah. Ja, der Titel. Du bist ein Streamer-Präfix. Dann mach ich nur so an der Tür. Ein nice Streamer. So. Das passt. Ich bin mir voll erwartet, ich muss jetzt Ja, dann begrüße ich mal alle sehr herzlich, die da aufgetaucht sind zum Tournament. Mhm. Wir sehen in der einen Ecke eine VSRG Austria Legende, könnte man fast sagen. Nämlich Delta. Den originalen Daeli Kill, aka Kaeru, aka Spectronics. Aka Bonzi Buddy auf YouTube. YouTube. Ich schau das da. AKA C-Mod Maschineneffizienzmodul. Ja, aber den erkenne ich nicht als richtiger Nickname. Der Lüge. Samif. Und in der anderen Seite haben wir Delta, aka Miscellaneous One. Mit dem Multi. Keine Ahnung, wer das ist. Er ist ein niedrigerer Quaver-Rank als der Eli. Also ich wollte gerade sagen, wenn man auf den Rank schaut, dann ist es eigentlich ziemlich groß. Und der Kero hat die verbotene Nummer da überhaupt. Mhm. Ja, die verbotene Nummer. Aha, unser Standard-Reference. Wupp, wupp. Das
so. Blue Xenif. Ja, was für eine Nummer. Boah, geil, danke für den Unbit. 7-7. Er hat dir die Ehre gegeben, Unbit geben. Ich wurde gerade mit einem Cent beworfen, Alter. Holy shit. Boom. Ich hab nur da mal Unbit. Wir brauchen jetzt gerade Break da. Haben wir nicht mal angefangen. Jawohl. Jawohl. Ich sehe schon, im Chat haben sich alle versammelt, es ist sehr viel los. Bleibt ein bisschen ruhig, weil der Präfix hat einen aggressiven Moderator-Bot. Ja, das stimmt. Mhm. Ah ja, Mann, na, den hast du. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Da muss man auf den Rebroadcast gehen, auf dem Channel Azrael1337. Dessen ist unten. Wow. Also, ja, stimmt, genau, so haben wir das immer gemacht. Ich glaube, da muss ich gleich die Bits einspenden. Im Offline-Chat. Im Offline-Chat einfach. Also, ich gebe wow. Im Offline-Chat jetzt Bits. Sorry, guys. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch im Autohaus drin bin, bin ganz sicher. Und wo da geht nichts vorwärts, wie es ausschaut? Doch, doch, das kommt noch. Hm? Wir haben jetzt mal das erste Warm-up. Warm-up, oder? Nee. Ja, Familie. Er hat mir gepickt, den legendären. Vorhin ist das nicht gegangen bei dir, Präfix, weil du nicht gewartet hast, bis die Spieler ready waren. Das kann gut sein. Und ich habe im Stream kein Audio, was führst du auf? Es ist ernst, oh Alter, es ist halt leise, aber... Ja. Ich höre nix auf Discord-Stream. Ja, Discord-Stream, da kannst du mir ein Eier lecken, das geht nicht. Ja, wie soll ich kommentieren, aber... Ja, gar nicht! Gott, du musst nicht den Stream hören, what the fuck. Ja, doch, guck einfach zu. Alter, ihr spielt ein Rhythm-Game, by the way. Ja, du spielst ja nicht, du schaust zu. Ich möchte trotzdem die Musi hören. Ja, dann musst du den Stream einschalten. Ihr seid richtig. Alle geistig... Keine Ahnung. Ja, Beschwerde bei Discord. Fangt schon wieder an. Die TalkDCD unter den Kommentatoren ist auf. Oh ja, das müssen wir dort auf Upbridge spielen. Auf Ant, oh Gott, das ist mir ja, egal. Ja, nein, vertrau mir, das gehört so. Reach, ja. Oh boy, okay. Das gehört so, es ist eine gute Map, das haben wir sogar vorher geredet. Er sagt, lass mal so. Ja, sieh erst jetzt! Weil dann du musst No SV und No Long. Ja. Genau. Ja, Konsole, das ist nichts erst. Ja, warte mal, ein bisschen mehr Respekt, Präfix. Da? Das ist meine Sekunden, so cool, ist alle irgendwann. Das ist mal wurscht, Alter. Du bist schon wieder ein Second Circle. Ach, der Joe wird verdeckt vom Ace im Playerfield. Warum sind sowieso immer die Playerfields vertauscht? Ich weiß das, das kapier ich auch nicht wirklich. Es wechselt die jede Runde. Was, wieso? Jede Runde wechselt. So dumm. Mann, die ist so schlimm. Das zwingt den Zuschauer, dass er ein bisschen aufpasst. I guess. Wer ist denn das? Der Chrissy 9898. Ja, Servus. Ganz komischer. Aber der heißt doch wohl Chris so auf YouTube. Na, der heißt Chrissy 9898. Mhm. Was ist mit dem los? Keine Ahnung. Chris war vergeben. Dann nennt man sich Chris was taken. Mhm. Genau. So, ich hab keine Ahnung, was dieser Chart ist. Das ist ein Friday Night Funkin Joe Family Guy Map. Man, das hört sich einfach scheiße an. Genau deswegen ist es so gut. Fuck off. Da wollt ihr die Audio nicht einmal haben. Oh doch. Na echt. Ich hab mal den scheiß Minecraft Remix anhochen müssen. Ja, aber Banger, Alter, what do you mean? Ja, wirklich gut. Nicht aus der Galaxy Collapse Part gekommen ist. Der Beste. Dabei? Misk One? Egg ist solide. Ja. Hat der Alien Mist drin gehabt? Na. Was ist eigentlich aus Barskin ne? geworden? Warum sind da Arrows und warum sind die. Ey, Frau Erna. Ist nah das Spike, ja. Aber nicht mit den fucking Column Colors, Alter. Yes! Snap Colors eingehen, deshalb. Ich meine, die Dings ist langsam. Und nimmst dann Monocolor Bar Skin, weil Bar einfach superior sind. Ja, und spielst einfach nicht einmal mit Bar, what do you mean? Ich würde für die legal Instant DQ. Das ist echt so. Ich spiel oft mit Bars, weil Bars sind cool.
Die Scheiben, ist too cool. Manchmal schreibe ich ja die Bars. Ah. Oh. Das ist grobe Einschätzung. Was denkt ihr, wer ist Favorit in dem Matchup? Nee, wie es da ausschaut, Eckdänisch stellt er nicht so schlecht dabei. Aber ich kann halt auch überhaupt noch nichts von einem einschätzen, weil ich ihn noch nie spielen gesehen habe. Mal schauen. Was ich von meiner Experience Gary dann kann, er ist wahrscheinlich ziemlich gut bei Speedpicks. Also deswegen Eck könnte vielleicht für einen Eli ein bisschen Advantage sein, aber ich glaube generell ist er in der Spiel und könnte vielleicht. Von der MA ziemlich close, der Eli hat leider 12 Miss. Ja, ich glaube, das Warm-Up sagt nichts für aus. Der Eli hat wahrscheinlich die Scheiben nicht einmal selber gebockt gerade. Er hat aber gepickt, das ist einmal so eine Sache. Ja, aber genau deswegen. Auf einmal sind es 5 Minuten, was ist denn da los? Das war schon immer 5 Minuten. 5 Minuten, what the fuck? Es war mal 4:30. Waren es denn einmal 4 Minuten? Ja, doch. Kommen wir in 4. Ja, 4:30. Ja, ist ja auch besonders. Wir haben 4:30 verkauft, können wir das Zeit da hinter der Bäume 4:30 Training hat. Okay. Die gefühlten Regeln sind 5 Minuten. Kann sein, jetzt sind es 5. Wir haben die zweimal 4:30 zusammenlegen müssen, damit wir die 9 Minuten Zeit hinter der Bäume kriegen. Das war echt so. Die Cinderella-Story. Weil der Warm-Ups einfach zusammengelegt. Hat aber niemand zugeschaut. Ja, weil der Brief ist gerade aufgefahren und ich hab's selber kommentaten müssen. Einziges Spiel schon. Boah, bitte pick endlich was, Alter, dieses verfickte Gestöhne vom Joker. Apex, Control-P, Control-P. Ja, du, rechts oben hast du so einen Play-Button, den drückst du noch. Oh, Alter, danke. Funktioniert nicht. Bei mir geht's auch. Alter. Ja, aber fick das. Du hast aber so nicht den Button. Control-P geht's immer. Ja, das stimmt. Sehr gut. Ja. Aber ich möchte da gerade noch einmal die Leute, die gerade zuschauen, dran erinnern, dass mit Amazon das sind natürlich auch Donaten subscriben. Das auch. Für super geile Emotes. Kriegt's genau an. Aber der ist geil. Kommt auf unseren Discord-Server und boostet sie ihn. Dann sind wir wieder gesponsert von Raid Shadow Legends. Oder na, warte. Ja, der Discord-Server ist lost. No one ever, ja. Discord-Server noch. Airi Suzuki. Also, ich finde ja das meiste, was ich da von Wilma Artist war, das. Das sich anhocht wie die Friday Night Funkin' Musi. Keine Ahnung. Weißt du, ob es so ein Samplecore-Artist war? Ja, Download! Ich kann es aber laden. Geil. Ich kann es ja nicht aber laden. Okay, war direkt aber dann, oder was? Okay, diskutieren wir mal das Match, was jetzt so stattfindet. Was denkt ihr, was gepickt wird? Ja, also was gebannt? Ede, seine Bans werden gleich bleiben, glaube ich. Diese wären? Ich hab's auch schon wieder vergessen. Ja, Cheatwheel, ja. Einmal Cheatwheel und was hat er noch gebannt? Noch irgendwas aus Tier 7, oder? Oder das Tier 6? Nein, das Tier 7 noch was gebannt. Und Fuck Anime, genau. Fuck Anime. Ja, stimmt. Also Sirens. Ja. Und was Delta Band? Keine Ahnung. Ja, was? Also der hat doch ja den Mapool gerade erst angeholt, also er wird wahrscheinlich nicht wissen, was da überhaupt ist. Ja. Ignorance is Bliss, oder wie? Jetzt hat er den C204 gepickt. Mhm. Der Ranked ist. Er ist Ranked, by the way. Okay. Das ist einmal Ranked Chart, also. Achso, das ist die Ranked, okay. Und das Web nehmen wir das. Download in-game, mach jetzt. Ah ja. Exam. Endlich. Na, 6. Die Ranked Chart, ich nehme mal an, das ist an 0815 Jumps zum Schreiben. Auf 210. Ich hab's mal angeschaut. Ich kann auch sagen, dass die Cyber Induction, die gerankt ist in Quaver, ist 24. Streets. Ja, true, ja. Ich hab's nicht gespielt. Die hab ich hab's einfach PFC'd, weil sie komplett eingeraucht war. Bis, ich glaub, 4500 Noten, dann ist der erste Mist gekommen, leider. Also schauen wir mal. Ob das so eine Standard-Helpline-Scheiben ist.
mit deinem Zen-Stream? Ist es, ja, der gibt es schon ziemlich lang, aber irgendwie in Oso hat's, ich glaube Hydria hat einen Chart gemacht, in Eterna kenne jetzt keinen Chart tatsächlich. Hm, war halt noch. Die von Hydria war eigentlich recht okay, bis auf an extrem Difficulty Spike, wo irgendwie so 32. Wall für 2 Measures ist. Ja, wie man es vermutet hat. Jumpstream auf 210 BPM. Der Eli, der war ja konstant vorne, der hittet das ziemlich gut. Ja, eckmäßig, Delta war ziemlich stark dabei. Anfang war halt ein bisschen reingechoked. Eli hat ja recht gutes Stamina. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, von unseren damaligen Osumania Multiplayer Sessions mit dem Haruka Chanson. Und mit dem Clarissa Are, das war die. Das war vor 2 Jahren oder was? Die Brain Gang damals. Das war vor 4 Jahren, Hamara. Das ist schon ein bisschen länger her. Das ist 4 Jahre her, das denkst du gar nicht. Eli hat ja, glaube ich, auch einen Pass auf den Stamina Killer, oder? Pass ihn nicht, aber ich denke schon. Nein, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, du bist mittendurch bei Future Dominate, das ist immer ein bisschen kritisch, aber. Ich glaube, wenn du nicht warst, dann hätte er das schon gepasst. Kann mir diese Future Chance Dominate, das ist mein Echo 2% gedroppt und das ist schon. Jetzt geht's da in den Main. Ja! Eli! Haut ein paar Perfects ein, ne? Ja, waren nur die Greats, die reicht auch. Und ein paar Greats, ja. Bob-Deck, aber beide sehr solide. Vielleicht hat er ein Bad oder so eine gehört und jetzt ist der. Stimmt, das ist kein Combo, ja. Muss was gewesen sein, weil das ein bisschen viel Wasser verloren hat. Das ist Point 5, ich weiß nicht wie viel das ist, aber. 0,3. Jetzt ist er schon, ja, ziemlich weit unten von der Ecke. Aber vielleicht kann er es wieder einholen. Aber beide ziehen. No! Und jetzt müssen wir es. Trotzdem ist es. Egal, es trotzdem ist schon. Aber ist schon vorbei, oder? Nein. Das ist gefreezed noch. Das ist gefreezed. Fuck. Es ist long. Alter. 3 Minuten geht jetzt ein. Nicht schon wieder. Ich meine, solange es im Warm-Up passiert, ist mal lieber. Ja, okay, das war jetzt immer im Warm-Up, ne? Fuck. Bis jetzt war es nur im Warm-Up, ja. Quaver kommt mit meinem eigenen File-Format schlechter umgehen als mit dem Mania-Format. Ich meine, die anderen werden ja auch konvertiert. Gute Jumpstream-Scheiben, schreibt der Murbel, der hat da recht. Ist jetzt aber das Game jetzt komplett eingegangen, weil ich sehe jetzt gerade auf der Website, dass das Multiplayer-Match geendet hat und das Kanal im Web gefinisht hat. Wow. Ich warte jetzt einfach mal kurz noch die Viertel Zeit ab, vielleicht bändet sich das dann von selbst und ansonsten. Weil dann mein Leben bändet sich auch von selbst, bis der wird. True, ja. Das stimmt sogar. Oder nicht. Wait, sie haben... Rigged from the beginning, oder? Ich sag's da. Wait, nein, meint, sie haben fertig bei euch gespielt, oder? Ich würde ja sagen, der Eli hat recht solide Chancen, wie es gerade ausschaut bei uns, da im Freeze-Frame. Er hat noch die Full-Combo. Die Eck ist ziemlich gedroppt beim Delta wegen dem Combo-Break, ja. Okay. Außer, dass das ICB-Rush jetzt keiner gewesen sein. Okay, dann meint, die Ich glaub, da wird jetzt nichts mehr passieren. Aber nur als Info, ich bin gerade auf der Webseite und Delta hat jetzt das Ganze übernommen, hat 3 Misses, good und okay, aber dafür hat der Eli Full Combo trotzdem mit Eck weniger dabei. Oh, das sieht man auf der Webseite alles. Wenn es Ranked Charts sind wahrscheinlich. Mm. Achso, ja. Dann sieht man schon. Ja, Hans. Unable to connect to server, ja, das funktioniert schon gut an. Ja, Präfix, wirst du mal dein VPN zum Quaver Hauptquartier fixen? Na? Ich bin der Quaver-Server, was soll ich da fixen? Die einzigen Leute, was du irgendwie hast, kriegst du mir schon da. Dann musst du mal die HDD wieder ankurbeln da. Ey, man sieht die Unranked-Sachen auch, glaube ich. Ja, Zeit für alte 4 da. Hilft ja nichts. Ja, das ist der Game-Start. Der FNF X-Family-Guy-Ding da, der ist sicher nicht recht. Hoffe ich einmal. Aber war wahrscheinlich bei Quaver, ist schon bei Quaver uploaded. Ja, ist bei Quaver uploaded, ja. Ist submitted. Ja, Quaver. World Cry, oh mein Gott, ist das. Aber wie gesagt. Prefix, das Scrollum fragt, warum er bei deinem Stream ein NFT-Advertisement bekommen hat. Das ist schon ein wenig sus, was da passiert. Das gehört so. Die Kooperation mit den komischen Offen da. So, passt.
Aber Delta hat gewonnen, ja, okay. Ja, mal, aber wenn wir da gerade schon die Downtime haben auf einer anderen Note, wie geht's euch eigentlich? Mhm. Super geil. An die User im Chat, wie geht's euch? Vielleicht ja, hat das halt, vielleicht wurden es halt noch gar nicht von niemandem gefragt, wie es ihnen eigentlich geht. Das ist. Ich hab gemacht, aber good night. Wir bauen da jetzt eine soziale Beziehung auf. Was so. Was ist denn das ja? Jetzt? Ist zwar nur parasozial, weil wir sind in einem Bildschirm und wir sind nicht echt, aber egal. Sie können jederzeit vorbeikommen, Alter. Jederzeit, ja. Ja, du komm, ich bin ja 400 Meter weg von euch, warum kommst du denn vorbei, was ist los? Oder zu uns gleichzeitig, ja. So, sagt's mir an, ich geh mal ein Kebab essen, ich bin down. Ja. Jegliche Straßenverbindung zu meinem Haus ist abgebrochen, dann kommst du zu mir. Ja, let's go. Wenn man einen Einsatz fliegen wir mit dem Helikopter. Aber ich finde es wichtig, dass man die Leute fragt, ja, wie es ihnen geht. Ja. Was? Aber wenn die Antwort enttäuschend ist, vielleicht hast du mehr erwartet, vielleicht. Ja, dann ist der Fall, genau. Na, aber. Ist aber. Wie geht's dir eigentlich, Chiru? Ja, sag mal. ich weiß, der letzte Stand war nicht so gut. Mhm. Wir haben 5 Minuten Sendezeit, du musst jetzt in diesem Livestream dein ganzes Herz ausschütten. Oh ja. Oh ja. Okay. Oh ja. Dieses Tournament, das verleiht mir wieder Leben. Oh ja. Auf das habe ich mich jetzt schon gefreut. An dem Tag, wo ich es gehört habe, dass es in Coimbra stattfindet, habe ich gewusst, es wird gut und ich bin nicht enttäuscht worden. Mhm. Gutes Statement, gefällt mir. Gutes Statement, ja. Ich freue mich und hoffe, dass es immer noch so gut weitergehen wird. Ja, das hat gute Voraussetzungen auf jeden Fall. Also, ich leg die Hand ins Feuer, wir werden noch einige komische, weirde Talks und Themen ansprechen müssen, weil wir irgendein Scheiß nicht funktioniert. Prefix müsste das Stream eigentlich im Discord wieder anmachen. Ach so. Ja. Ich bin blind. Wäre nice, dann darf man was sagen. Ich schau gerade die ganze Zeit einen Stream auf Twitch, ich hab das gar nicht mitgekriegt. Also ich kann ja mal ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Mhm. Ob er jetzt ein Vape für 70 Euro auf Amazon bestellt, die Qualität ist, wie man erwarten würde, yes, bei 70 Euro nicht gerade so hoch. Yo, wir haben einen Prime Sub gekriegt. Prime Sub, let's go! Fest in der Vape Nation. Wow. Die Vape Nation. Ja, aber nein, es ist keine von diesen Poser-Vapes. Das ist eine, wo du quasi Kraut eingibst. Kraut. Es gibt eine, es schmeckt, wie du denken würdest, aber noch Pflanzenmaterial. Aber es ballert gut. Da machen wir Blumenkohl rein, das geht schon. Ja, vielen Dank für den Sub. Wenn's nicht auf Cannabis stehst, kannst du ein bisschen Thymian oder so einhauen, schmeckt bestimmt nicht schlecht. Oh ja, Oregano, Mann, ich stell vor. Inhalierst ein bisschen Oregano, das da verdampft wird. Ein bisschen Brokkoli. Na, das eher nicht. Wenn's ultra hart trippen willst, haust du Salbei rein, aber da zerlegst du die einfach komplett, das kann ich dir sagen. Ey, klar. Also, Neck muss das. Salbei einer der krassesten Halluzinogene der Welt ist. Ob. Stimmt wirklich, ja. Aber nur zwei Sub-Variations davon. Ist witzig, dass du das sagst, weil gestern im Secondary Eternal Discord haben sie genau über das geredet. Lol. So, hat er jetzt wohl nochmal sein Scheißkatzenklo da zusammengerammt? Man weiß es nicht. Der. Aber es hat Priorität. Mhm. Merke ich schon, wenn ihr mal merken, Mann. Fury Craftsman, da werden wir noch die Buns. Ja, das ist ein Cheat Reel, werden wir wahrscheinlich wieder sehen, weil es ist ein bisschen ziemlich. Eli-Seiten, ja, Eli, den haben wir ja schon durchschaut. Ja. Aber was? Ja, wenn der Deutsche, der den Map nicht kennt, bannen. Das ist genau das, der hat da gerade auch mal geschaut. Also, ich glaube, es wird gut glücken, vielleicht kennt er ja ein paar Namen aus uns. Ja, das kann sein. Wird er überhaupt was bannen? Ich finde, das sollte Voraussetzung sein. Aber wenn du nichts bannen möchtest, musst du aber irgendwas machen. Was sind gerade richtig heftig tiltet? Hm. Schaut unten den Scheiß an, Alter.
Warum ist Leave Modified? Was siehst du los, Alter? Das ist auch nicht grad! Was ist denn das? Ah! Mach nochmal das Modifier-Fenster auf. Ich glaube, der Quaver ist einfach krampert. Okay, na. Da ist der CSS eingegangen, Alter. Das ist ein Language. Man möge anmerken, dass Quaver noch immer mehr existiert. Das ist off-grid, na! Wir müssen ja erst einmal rollen, ne? Ja, Eli hat schon gerollt, hat er 16. Gibt's ein paar Predictions ab, was wir zahlen werden, der Gold? 69. Wieso? Ja, ich würde es ja feiern, wenn wir wieder mal an 97 und 98 sehen, wie im Finale von Jerul gegen mich. Das werden sein. Warum bist du mit der Zeit 5 Minuten vorn? Im Chat, was ist das schon wieder? Ja, weil er mein System, weil er die Zeit von meinem PC nimmt und meine Uhr 6 Minuten vorne. Achso. Ich will jetzt ein paar Time-Traveler. Es ist auch interessant, dadurch, dass Österreich so in die Länge gezogen ist, ist in Vorarlberg und von Vorarlberg zu Wien ist vom Sonnenstand her eine halbe Stunde Zeitunterschied. Mhm. Da hätte er doch mal dich Backs, Alter. Boah, da wird es ja aufgehen dann. Alter, das ist langsam kein Turny-Stream mehr, das ist educational. Da lernst du, was für Drogen am besten kicken und Sonnenstand, ja. Über Salbei und Teilzonen in Österreich. Ich bin ein wandelnde Zyklopädie, oder wie heißt du? Gibt's Longnet oder SV? Nein, beides nicht. Echt? Deswegen braucht er nichts bannen. Null. Das Einzige, was er bannen wird. Und bann ich Jack, okay. Nein. Okay. Der bis nächste, der bis Len auf Tier 6 gehen. Das ist der Hand in der Feierbahn. Ja, das kann er wegfahren von mir aus. Ja, 6. Also Hand in Fire nehmen wir weg oder fragen wir genau nach? Er kennt den Map wohl ja nicht. Ihr wollt da beeinflussen, weil die Maps gepickt werden können? Hallo, was ist denn das? Okay. Ja, Hand in Fire ist gone. Yes. Ich fucking so. Dann Eli. So, kommt der Eli wieder mit dem Cheat-Wheel. Was? Oder er bockt ihn jetzt sogar aus. Vielleicht ist Cheat-Wheel ist aber nicht das. Ich hab'n. Schau. Also. Ja, disconnected stimmt. Ja, das ist, okay. Also nehme ich disconnected, okay. Den Händen den morgen noch weniger. Cheat-Wheel ist ein interessantes Pfeil. Ich hab's ja als Welt, als ich dann nach einem halben Jahr mal Weltdumps 3 abgeladen habe, habe ich zum ersten Mal gespült und First Try, glaub fast PFC. Ja, das ist dein Type of File. Es ist echt selbsterklärendes File. Hab man schon 10.000 Mal gesehen, aber. Zweite Check-In. Nee, gibt's nicht. No, es aber gibt Core-Check. Nimm die Core-Check. Ja, Dinga, wenn man Dinga sehen, weiß ich nicht. Der Eli ist ziemlich gut in Core-Checks, so, oder was? Fuck, nein, nimm doch nicht. Na! Ah! Der Dinger ist weg. Scheiße. Ja, aber es gibt zwei Core-Checks. Es gibt zwei Core-Checks. Ja, tu mal Elegy gibt's auch, okay. Es gibt Technology gar noch. Okay, stimmt. Auf Elegy ist der Eli echt gut. In Tier 6 gibt's ja noch Core-Check. Kannst du Technology picken. Aber Elegy ist die Dinger ist die schwerere von beiden. True. Dinger geht da echt lang. Energy oder einige grindet bis zum Geld nicht mehr da ist. Sie werden das ganze Pack, wo die ganze Core-Check mehr drin war. Die Handstream aus dem 6. Ah, Cheat Reel hab ich ja SDG. Mod to this, wär das. War Miss und Unpaid. Handstream ist ein. Okay. Ich find's so gut, dass diese. Es fängt genau an wie bei jedem anderen Turnier, Alter. Wir bannen nicht noch Songnames, sondern die sagen einfach irgendeine Skillset. Naja. Also, es ist ein bisschen am Lamen. Das gehört dazu, das muss schon sein. Sonst war es kein Austrian Tournament. Man muss ja die Orte rausballern. Aber wir gehen auf Highroll, das ist natürlich kontraproduktiv. So, jetzt kommt der Data mit 0. Noch ein Ansa, let's go. Wird man den ersten Reroll sehen? Ja. 24. Erster Reroll. Ich bin Alien. Aber hinter trotzdem. Das heißt Cote. Oh, wird der gerade geturnament oder was? Yes. Ja, du bist der nächste Kommentar. Live im Stream, Alter. Also, wenn. Ich möchte jetzt fragen, bist du qualifiziert, random Stream zu kommentieren?
Absolut nicht. Was zum Fick ist Random 7? irgendein Random Chart aus dem Tier 7 Map. Alter! Wow! Außer Quatschek! Ja, Jungs, wir machen das demokratisch, wir stimmen ab und fertig. Ich will das nicht disqualifizieren, das ist mein Vote. Das ist wieder so scuffed, ohne Scheiß. Ambit ist die einzige, die nicht gepickt worden ist, nimm mal den. Mein Vote ist, dass er aus dem Tournament gekickt wird. Na, Alter, was? Weil er den Mappool disrespected hat. Oh mein Gott. So, jetzt sag an da, gib her jetzt an. Ja, Bumpit. 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 Gott, das ist die Scheibe. Er hat den Chart nicht, Vielleicht hat er es nicht importiert. Nein, da ist ein großes X neben seinem Namen. Wie importiere ich es? Okay, du nimmst den Folder und du droppst das Inquaver. Geht das Inquaver? Ich stimme langsam zu, ich glaube wirklich, das war in die Queue. Ja, da schau, den ersten hab ich schon beiseite geholt. Jetzt können wir schon eine Gewerkschaft gründen. Gewerkschaft. Dann wird um unseren Lohn da verhandelt, weil ich hab noch nichts gesehen von der Tournament-Organisation. Okay, das... Ups. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so gefällt, aber... Der Nordner gelöscht. Der nächste ist schon im moralen Zwiespalt. Es hält sich grenzenlos. Dabei fehlen ist doch noch gut. Schauen wir, was der Arm noch so bringt. Überraschungen. Banger Scheiben. Der beste Witz ist nichts wert, wenn die Pointe nicht stimmt. Ja. Ich sag, solange der Quaver Client nicht crasht, ist mal alles recht. Ein paar verschreißen sind leider. Und auch der Witz kann noch so gut sein, wenn er nicht endet, dann ist er auch nicht lustig. Was? Wenn sich der Witz durch den Abend durchzieht. Ob ich das, ich weiß es nicht. Eddie G kommt ans Mike und dann steppt er auf die drauf. Eddie G kommt ans Mike und dann seid ihr alle breit. Ja, ein Beat erkriegen. Was soll ich so mit Antique den? So hat das jetzt bald. Alter, fuck, wie waren die Bars nochmal? Es ist Eddie zu dem G-Step away from the. Schaffst du das? Ja! Okay, warte. Pick mal von einem anderen. So. Warte, hat. Das war aber sonst war andere. Das geht. Ja, wir können noch ein bisschen freestylen. Ja. Es ist Eddie zu dem G, step away from the mic, please. Das einzige, was du von mir siehst, in meine Nike, ist irgendwie sowas. Da haut er aus, ey. Ah ja, oder, und zwar in deinem Gesicht, ob du willst oder nicht. Wie war das andere, was du bei UNO gesagt hast? Oder? Und ist das Magazin leer, machst du Bekanntschaft mit der Lester? Das kommt vom Payflow, Alter. Von Payflow, ey. Nein, also undergerippt. Sind die Magazine leer, machst du Bekanntschaft mit der Desert Eagle? Desert Eagle, ja genau. Ob Mission oder Outpost, ich gewinne lautlos, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie der Song geht. Ich beweg mich lautlos, sowas. Film mal den Payflow. Da haben wir es bald. Ja, ich sag ja, Cherul, wie ist die Stimmung noch bei dir? Ja, es geht bergauf. Das glaubst du oder nicht? Hat ihn. Ist es ein Moment, würdest du sagen? Dabei ist alles gut, ja. Ob die Komplikationen oder die Stämme nehmen, so das. Die halten sich in Grenzen. Ja, das ist nur. Das passt noch. Das ist nur ein Rahmen. Yes! Ah, jetzt hat er die mehr, Bruder. Jetzt wird er noch was da. Dann müssen sie halt noch auf Ready gehen. Dann müssen sie ready sind. Schaut jetzt an den Chat, die uns da beim Freestyle zuhören und sich gar nicht verschleichen. Wir sind schon alle weg, weil das hat niemand mehr was geschrieben. Na, wir kriegen sogar mehr. Es sind mehr drin, ja. Das hat man von der Rap. Die wollen gar AQT, die wollen nur Rap-Battle. Ja, ich merk schon, ja. Ihr seid einfach nur noch mehr Idlen.
permanent idle irgendwo streamen. Permanent. Im Schlafen streamen. So, bitte geh einfach noch ready. Sieht nicht gut aus, aber jetzt ja, jetzt ja, was? Das hast du davon, es ist random. Was passiert, wenn man random pickt? Oh nein. Pappe, Laura. So. Es geht los, zweites Match in EQT. Delta gegen Eli. Es geht los, meine Damen und Herren. Es geht los, hoffentlich. Ich freue mich erst, wenn die Noten sind. Okay, alles klar. Ich war ja schnelle Chart. Ich weiß nicht, ich hab's einmal auf 1-1 oder 1-2 gespielt und dann nie wieder. Ja. Wieso direkt auf 1-2? Ja, oh. Manchmal ist es einfach der Vibe. Miss beim Delta. Ja. Das ist schneller. Miss beim Eli, ja. Miss beim Eli. Miss Big Jump Thurs. Der Vibe? Sind nicht so weit auseinander. Oh, das hat noch einmal Send auf Mark. Das ist der Moment, das ist wie beim Moment, wenn ich irgendwo. Oh, also noch ein Miss! 4,99 zahlen muss, dann gebe ich den Fiverr her und dann ein Send Leviewing, sage ich, das kannst du behalten und dann fühle ich mich besser für den Tag. Ah, Miss Benelli! Dankeschön, Gruber, sehr cool. Das ist so der Cent, dass man sich besser fühlt, den man hergibt. Das ist ein Mitleid-Cent. Da würden wir mehr Konkurrenz machen mit den Bits, das gefällt mir gar nicht. Warte, Miss. Ich finde das dann ja Disrespect. Noch ein Miss. Oh, der Eli wieder vorne. Ey, ey, ey. Er switcht die ganze Zeit hin und her. Jetzt sind die gleich da, beim Delta ist er ein bisschen getankt worden. Ja. Ja. Aber definitiv du, Urbel, ja. Er holt auf. Das ist schon wieder so close. Das ist arg close. Aber jetzt sind sie hier. Ein Minuten ist er noch. Also ja. Minuten, aber dabei ist es. Der müssen seine Pumpen, Leute. 0,04. Alter. Jetzt kommt ja eher der Break-Part mit ein paar One-Hand-Drills. One-Hand-Drills. Eli hittet ein bisschen früh, kommt mal vor. Das kommt an. Ich glaube, von der Ecke her ist Delta sogar ein bisschen besser. Ja. Ja, also ich meine, wenn du auf die Prozent schaust, bei der Ecke steht da, dass er ab 0,4. Ja, noch ein Miss, oh, yeah. Okay, jetzt aber jetzt natürlich nur von MA. Jetzt schon cool. Ah, Miss bei MA! Es ist auch ein. Oh nein, mach's nicht. 20 Sekunden verbleiben. Jetzt ist der Nägel besser. Ja, Eli aber auf guten Kurs, wenn da jetzt noch ein Fehler beim Delta passiert, hat er das. Nein, ich glaube, das gibt ihn nicht mehr. 20 Minuten. Ah, Miss beim Eli! Oh, das hat er. Scheiße, der Eli haut einen Miss eine. Das ist. Oh, na! Delta Miss! Delta noch ein Miss! Ja, das geht's ja aus. Da hat er's! Eli ist sogar was? Der Eli ist nur A, was? Was ist denn das? Ja, das Result Screen ist jedes Mal verpackt. Das wird nicht converted, aber standardisierten. Judgment. Der obere passt, glaube ich, aber ich glaube nicht damit der. Naja, das ist alles Bastard, da geht nichts. Ja. Aber gut! Spielt der Eli mit einem härteren Judgment oder wie? Ja, der spielt auf Extreme und sowas. So. GG's. Technologic! Okay. Da postet er gleich mit die Quadjack Skills. Jawohl. Das wird leider so ein Klärscherscheiben. Die macht richtig Bum Bum. Hab ich mir auch noch nicht angeschaut, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich den T6 und T5 habe. Ja, Missing Map question mark. Schon wieder. Das ist aber jetzt nur alle jetzt für 7 natürlich. Nur der erste 7 hat er gezogen. Das ist smart. Warum hier denn das Ding, die du eh nicht spielst? Weil du es als Warm-Up verwenden kannst. Das ist ein guter Warm-Up, oder? Geh wieder. Okay, das ist scary. Also wir haben nur späte Scheiben, also haben wir was Gutes zu machen. Ja, der fährt gut. Und jetzt bin ich echt gespannt. Eingerling. Und da wieder wird die Rating-Difference zwischen Eternal und Quaver ist halt einfach. In Eternal ist es ein 20er, da ist es ein 30er. Ja, das kannst du gar nicht vergleichen. Das kannst du echt nicht vergleichen. Das wird vielleicht der Pizza die Quaver-Dev spenden, damit er kein Dead Crash. Nein, Kronos, das musst du an mich weiter spenden. Ja, nicht wagen, Leute. Jetzt ist wieder geswappt. Der Ansens. Ist jetzt rechts. Ja. Das war dächtig. Dabei bei den einzelnen Chords noch die bessere Eck. Also da ging 100 das ist Spaß an. Ziemlich dense. Oh ja, da Delta schon einig Mist.
Auf ich glaub der Eli. Oh, der Eli auch. Oh, die sind echt. Uiuiui. Das ist wieder equal. Der Pressure. Der Druck. Aber der Eli muss ein bisschen reinkommen und dann hat er das. Ja, jetzt kommen da ziemlich dense. Ja. Oh, Delta Pack. Das ganze Element. Delta war ein bisschen überfordert, das ist fast 1% Obi-Coach mit der Eck. Ja, der hat da ein paar CBs drin gehabt. Eli dabei, Full Combo. Was hat die Sync oder hat der was einfach? Ich glaub, kann die Sync. Der Eli hat noch kann. Der Eli hat schon ein paar Misses da. Ja, haben wir auch. Am Anfang, ganz aus dem Anfang. Nichtsdestotrotz, schaut's gut aus. Mhm, ja. Schaut sehr gut aus dabei von den Leuten. Weil er zwar Rating vorne, der ist schon da die 9. Hast du aufgepassen? Oder die 8, die war's nicht. Aber Quadjack ist immer scary, kann man sehr schnell leicht rauskommen und dann geht's mehr. Das ist, wenn man ein Noob ist, ist das ja. Ja, wenn du einmal rauskommst, dann erreicht eine Hälfte der Map. Noch da rein, relativ vorn. Aber bei Quatsch ist es immer fällig. Ich habe das Problem beim Schlagzeugspülen genau umgekehrt. Ich möchte Eli hat das Stamina. Ja, aber das ist egal. Aber Delta hat auch noch mehr CD-Überschüsse. Eli hat schon einen ziemlich guten Vorsprung. Mehr als 4% Unterschied. Weniger als eine Minute noch übrig in der Welt. Oh, es kann noch, wenn Eli beim letzten Dancen Part hat er schon ziemlich late kittert, ich glaube, da geht's langsam mit der Stamina zu Ende werden. Ja, ich glaub, letzter Part. Er regent sie da jetzt. Dann müsste er gleich mit mir. Das ist leider die Pressure. Man sieht, Delta hittet late. Die Quadchecks hat ein bisschen Delta und Acker Stamina mehr. Ich bin bei 97 zurück. Eli hat noch einmal gemisst, aber es reicht. Delta! Eli noch auf den 1 drauf! Der schaut extrem gut aus, am Mitte-Misses. Da muss noch was Größeres passieren beim Eli, sonst. Ja, ein paar Perfects beim Eli, aber es reicht. Aber es hat der Eli. Also da muss er noch heftig einmissen, weil sonst geht sich das nicht aus. Ich würde einen kompletten Sieg-Überrush machen, bei dem Enker jetzt. Aber nein, er spielt es ganz schön lässig runter. Jo! Hat er. Alles. Wirkst das, ja? Sehr schön. Okay. 1-1. Gut. Ja, ich meine, da hat der Delta mal. Beide Picks, nachdem er keine Namen angibt, da haben wir sehr leicht offen gegeben, dass er keine Checks und Quad-Checks mag. Merkt man, ne? Das war echt nicht so, das Kleidung. Na, die Mind-Games sind da schon ganz gut bei Melee. Da warst du natürlich schon aus anderen Turnieren von uns. So. Dann haben wir meinen Webpool vor ein paar Minuten da. Hat sich doch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, gell? Ja. So, Ausgleich. Delta wieder am Picken. Ich predige einmal, dass er Jumpstream pickt. Aus Tier 6. Tiefen wahrscheinlich. Ja. Frage ist, ob er auf Accuracy gehen will oder. Frage ist, ob er das Match vorhin gesehen hat. Dann können wir natürlich schauen, wo der irgendwie nicht so gut performt hat. Wäre strategisch sehr flau gewesen, aber ich glaube, er hat nicht gesagt. Na, wenn er nicht einmal ein Fettpool war. Wahrscheinlich wird es wieder random, aber ja, dürfen wir wirklich. Das Match wurde ja auch schon von 21 Uhr auf 22 Uhr verschoben. Vielleicht hat er sich halt zangeln müssen, man weiß es nicht. Wow, das stimmt. Ja, das ist manchmal muss da ein bisschen Dedication rein. Eine Unterstellung! Das ist ja unglaublich. Ey, Skandal im Turnier. Ich wurde da zum Analysieren angestellt, ob das okay. Ob das jetzt die Games sind oder die Personen, hat die angestellt. Alter! Ich hab mich selbst angestellt. Die Random Picks sind mein Favorite. Was geht mein Jungs? Ich kann ihm den Turner random geben und einfach spammen und sagst einfach Stopp. Das Council muss entscheiden. Und die muss eigentlich. Ich konnte sich ficken gehen, die Q's ist das. Wow! Ist Bug Anime gebannt eigentlich? Ja. Ich glaube nicht, oder? Ja. Apparently nicht, glaube ich. Das war letztes Match, was gebannt war. Ja, ich hab disconnected, was war's jetzt weiterbannen, ich weiß gar nicht. Du sollst es aufschreiben! Mach Speedmap! Wenn's gibt. Bro! Gib's irgendeine Speedmap! Kannst du schreiben? Kannst du schreiben? Er soll Etienne XD's Eier lecken. Na. Boss Fight Afterparty kann man nicht mehr.
so Speedlap. Nehmen Elegy. Was? Post? Genau, Chicos Post. Boss-Fight. Boss-Fight, haben wir gehört. Boss wie Kollege Havara. Ja, ja. Wie Kollege Havara. Also Delta ist da ja sehr willy-nilly, wenn es um das Match hier geht. Das ist einfach so, ja. Keine Counterpicks, soll, kann nix. Komplett mehr. Nicht wieder! Nicht wieder. Redemption Arc. Ich hab großes Vertrauen in Eli, hat sich hier aufgewärmt quasi auf dem Chart schon. Mhm. Ja, auf der hat er eher so schlecht performt, glaube ich. Da war es eher ziemlich close, oder? Alter, hat das jetzt bald mit den Alerts? Holy shit. Sind auf einmal eine Dreiviertelstunde da. Gone. Was liegt da von der NPS, von der Average her, ist nicht so drainy, weil es eher in Bursts kommt, eben. Overall nicht so viele Notes per Second, so. Bank die Scheiben. Deswegen nimmt man NPS nicht so gerne als Faktor, weil man sieht, das misleadet ein bisschen. Mhm. Ja, halt Average NPS, wenn du jetzt Peak NPS, NPS oder so hinschreibst. Genau, NPS per Section ist schon besser. So. Was wird der Verband? Also ich glaube ja da. Ich glaube. Da wird der Eli den zweiten Punkt holen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Der Weil noch vorne mit der Eck. Der Weil noch vorne, aber es schwimmt schon um, weil der Miff war mal! Ich glaube auch Lady da jetzt. Ja, es sind halt auch ein paar fiese Checks dabei, ne? Ich glaube doch wieder. Ja, Janis zu der Fan darum. Kann sein, ne? Voll gerickt. Ich hab's halt blind gespielt und kann gut sein, dass man da misst. Delta wird wahrscheinlich auch blind spielen. Du warst beim Weltamtsding dabei, oder nicht? Nein, war ich nicht. Ich hab's ein halbes Jahr später gedownloadet, das war kein Joke. Stimmt. Diesen Jacks. Ja. Oh, derweil miss leider, aber derweil vorne noch. Ja. Anmiss kann er vergessen. Aber, ja. Eck schaut dafür richtig gut aus beim Delta. Cool. Der holt auf. Ich glaub, der holt da auf. Ja, okay, Mist. Das ist die wahrscheinlich auch das Tournament Pressure, die da durchdringt. Eigentlich auf der linken Hand. Wie viel Elo hab ich jetzt eigentlich gewonnen? Das hab ich auch noch nicht mitbekommen. Haben wir das sonst wissen? Wie darf das nicht wissen? Ja, das ist genauso wie bei LOL, ey. Da sagt der andere keiner, wie viel Elo du gewinnst, wenn du gewinnst. Ja, wie soll ich jetzt wissen, ob ich auf dem ersten Platz bin oder nicht? Nee, indem du das Ranking schaust, deinen Rang darfst du schon wissen. Aber nicht Elo. Okay. Du bist an Rank hergegangen. Hey. Und der Elo ist auch noch Ranken weiter oben gelobt. Hinter Mark. Deswegen sehe ich das Elo auch nicht. Cool. Ja. Weil wir schon die Statistik machen. Oder? Dabei. Ja, Eli pullt immer noch through. Ja. Der kennt sich da schon ein bisschen. Wieder ein weiterer Mist vom Delta. Ja. Und so bei heute ist er noch. Leider 90% ist er das S plus C. Wie es ein Quaver ist. Der Delta ist halt echt als Side-Mill, ist halt echt günstig für er. Vor allem, wenn aber an einem bestimmten Punkt aber alle Noten weiß sind, das hab ich mitbekommen. Wobei, das Stören ist eher so, wenn die. Oh, wenn warte, paar... warte mal. 10 Sekunden, da könnte noch was passieren. Ja. Werden sie Jack umbringen. Aber ja, ich werde ihn noch müssen, oder? Ja. Jack. Ah, das hat er. Ah. Wait, was? Nicht! Vom letzten Note, der kommt. Ach du Scheiße. Na, ja, hat er. Gas. Man sieht's ja noch beim Linkplay. Hä? Man sieht's erst in der Lobby draußen, wer. Ja, in der Lobby siehst du's. Wer hat den Lobby noch? Ja, Alter! Uff, das ist knapper als man denkt. Haley, du bist eine Enttäuschung. Das ist wow, aber wir spielen noch ein CSGO und dann kannst du die Trickshots hitten, das bloß. Z für Uno. Dann werden die Ops gefragt. Wir pullen ab mit dem Run-Boost, das haben sie noch nie gesehen. Das haben sie noch nie gesehen. Zumindest ist jetzt der Pick of Eli seiner Seite, also ja. Kann er jetzt den Punkt noch wieder gut machen. Pick vom Eli, was wird er picken? Was wird er tun? Also ich glaub,
der sollte, oder er wird wahrscheinlich in Tier 6 übergehen. Nehme ich an. Wieder. Okay. Ich muss gerade wieder. Guter Ey. Nice, ist nett, ist es nett. Dinga ist gebannt. Dinga ist gebannt, ja, tun wir jetzt noch offen. Geht er wieder auf dem Quadjack-Pick, jetzt diesmal mit 220 ppm auf die Stamina. Er spielt safe, ja. Er spielt wirklich safe, er weiß, Quadjack hat funktioniert. Und ich hab die Chuck, glaub auch schon gespielt, aber ich wollte es jetzt echt nicht spielen, wenn ich weiß, dass der Eli da Vollgas einballern wird auf Quadjacks und die drei Rauchs in du so. Naja, verstehe. Quadjacks, da, das ist nochmal. Entweder ich bin im Zen oder ich desync. Das könnt ihr das sagen. Also full oder gar nicht. Genau, das war ja der Hauk hat es ja gut gesagt beim letzten Chart, da Little Girl, wo ich die zweite Hälfte auf PFC, das MFC doch. Das sag mal schon wieder das Doping in Dörni. Ja, Puss! Fuck? Deswegen hat er eine Stunde Pause gebraucht, dass ich 24 Stunden. Platzen erstmal die fucking Pumpen weg, Alter, was ist das? Jo, Dope, Mr. Sarg. Das ist VSRG Austria Turnier, da steht Austria drin, weil das der Name von unserer Community ist. Also, das Austria steht nicht für Österreich, sondern das ist einfach im Namen von unserer Gruppe. Also. Okay. Ein Benzin. Wir haben Austria gegründet, das davon kannst du ausgehen. Davon kannst du ausgehen, ja. Yes. Wir haben. Weil man konnte den Clip schauen, wenn wir im Chat haben, wenn wir im Stream haben. Shoutouts an Hudo jetzt an dieser Stelle. Oh, na. So weit kennen wir nicht wieder, na. Ja. So, Energy, wieder Quartex Challenge. Wieder wahrscheinlich mit Baby. Fast mit gut Stamina. Außerdem, wait, hat der Eli jetzt gerade irgendwie. Eli hat gemisst, früh gemisst, oder? Ja. Ja. War das nicht der Anzeige, weil von Oso, das gibt's ja gar nicht mal da. Das war's. Man, vielleicht gibt's schon. Wave rippt alles von Oso, also. Was ja, ja. Max auch mitgenommen. Aber es ist nicht der Turny Client, musst du sehen. Ja. Aber das kann dann, wenn es beide von diesem Punkt an F7 kann, Eli es nicht mal aufholen, nicht mal über Eck. Ja. Also dabei? Delta? Ja. 1999? Aber ich glaube, das geht auf die Stamina, das geht auf die Stamina. Ja. Der Chart geht extrem auf Stamina. Das ist Stamina, ja. Ich hab den in Osu, glaube ich, einmal gespielt und ich hab einen netter Pack damals. Ich hab ihn in Eterna gespielt und ich hab ihn oft gespielt und ich bin jedes Mal vor 3 Viertel ausgefallen. Ja. Er hat jetzt schon wieder aufgeholt, während wir da geredet haben. Aber ja, es reicht nicht ganz, weil ich glaube, es gibt eben. Ich hab das Gefühl, jetzt beim Spielen, so als Player, es gibt ein Combo-Bonus auf dein Rating. Ob du Full Combo hast oder nicht, ich glaube, das gibt einen leichten Bonus, auch wenn es nur so Point 3 sind oder so. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, Quaver hat das nicht, aber not sure. Kann ich mal Research betreiben. Ich glaube nicht, dass sie es gerippt haben, aber ich meine schon, dass der Elite ist nicht durchaus für ihn. Ja, wenn man die Error-Part anschaut, dann merkt man da schon ein bisschen Unterschied, ne? Also es wird immer closer, Delta Egg geht in die Percentage oben, Eli wird aufhören. Ich verstehe nicht, warum man bei 220 ppm early hitten kann. What the fuck is this? Ich meine, das mit offen, also ist eigentlich leider 110. Aber ja, es ist definitiv das Stamina-Player, was Eli hier probiert zu spielen. Echt, ja. Ich bin da offen beim Eli, das schaut gut aus. Ja, also er climbt da wirklich. Jede Sekunde ist so ein Percentile. Und es ist noch 1,5 Minuten übrig, also da geht noch einiges. Ja, er holt dir bald ein. Ja. Jetzt fängt erst der richtige Spaß an. Wo der ist da wieder? Ah, mein Gott, eine Fahrt! Er hat gedesynkt. Really? Yeah. Der hat gar nicht Curse. Komm, aber ich glaube, es ist immer noch machbar, wenn der Delta hat desynkt einmal. Ja. Ja, schon. Der hittet schon ziemlich viel early. Es war noch ein Blitzer dabei. Angenommen, er hat jetzt nicht, dann wird's echt schwer. Ja. 2 Minuten. I don't know. Ja, Dancer Bart kommt jetzt nochmal. Oh, noch einmal. Und er singt doch. Oh. Noch einmal. Ey. Oh, no. Ja, da muss das jetzt echt gut aus. Ja. Da muss was Schlimmes passieren auf Delta seiner Seite, sonst ist es. Ja, so wie ein Miss jetzt gerade, ja? Ja. Ja, Miss reicht auch. Da muss mehr. Ja. Es gibt auch mal eine kurze Section, wo sie wieder regainen können, bis sie resetten. Aber der Eli auf der Section, der war die bessere Echo, ist der Delta.
Und jetzt kommen wir in den letzten Part. Der Aerobar ist ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl. Also, oh, ja, Mist! Eli muss es und noch ein Mistbar-Delta. Es schaut schlecht aus. Das ist, 20 Sekunden bleiben noch. Er darf sich jetzt gar nichts mehr leisten und beim Delta muss alles nach Süden gehen. Da muss der Bildschirm anfangen zum Brennen. Da müssen wir mal die GeForce Experience einitauchen. Muss die GeForce Experience aufmachen. Wir haben eine Shadowplay-Aufnahme von den letzten 5 Minuten jetzt zu verifizieren, dass das da so passiert ist. Das passiert halt nicht. Delta holt sich's. Tschüss! 9961. 104 Miss, hotter. Guter Score. Er kann sauber. Ich war nicht ready. Deswegen, das erklärt auch den allerersten Miss im Mister. Ja, das ist RIP. Das ist RIP. Mit Screenshot, okay. Deswegen ist Grafen schon wieder. Es darf einem nicht passieren. Ja, ich will. Könnte man jetzt auf den Referee schieben, dass der da früh gestartet hat? Kurz Leck hin. Hä? Aber wieso? Er war ready. Er schreibt gerade, er war nicht ready. Doch, in Quer war er ready. Ja. Da brauchen wir echt die Shadowplay-Aufnahmen vor 5 Minuten. Da müssen wir live werden, dann müssen wir die schauen. Der ihm macht doch gleich Instant Replay, Bad. Ah, schon wieder, okay, random 7 aus der CJ, cool. Vielleicht wird es ja leider bei dir als ready angezeigt und er selber hat noch nicht drauf geklickt. Quaver ist ja immer so im Verdacht, dass da komische Dinge passieren. So, Council, beratet euch, was ihr da jetzt für eine Map. Ja, ich würde ihm Fuck Anime geben, Ich würde ihn aus dem Tournament kicken, oder? Same. Yo, fuck. Fuck Anime, oder wie? Fuck Anime, ja. Passt. Es könnte schwer werden für einen Eli. Ich weiß nicht, ob der das schon mal gespült hat. Er hat es auch schon vorher. Er weiß, was auf ihn zukommt. Jetzt wird er wahrscheinlich so sagen, na. Warte mal, Cheatrail ist ja gar nicht gebannt. Na. Wenn man Eli Vollgas tun wollte, dann hätte man jetzt Cheatrail gepickt, aber das machen wir irgendwie. Fuck Anime. Soundcloud und die Checks haben gefallen zumindest. Hin und wieder verteilt. An Sentai beziehen, oder? Verkauft das drum. Nur mal so nebenbei, also wir stehen hundertprozentig hinter der Message von diesem Song. Fuck Anime ist wichtig. Das war mal, weil der originale Song geht über Police Brutality und also. Ja. Ja, aber das sind halt neider Details aus der. Psst. Boah, 2 Cent. Doppelte. Wie mal Delta gibt sie noch das 5. Red Bull in die, einfach in die Goschen. It's a double team. Schon wieder rein und open, ja. Es ist ein Skandal, eigentlich, was da passiert. Skandal. Würdest du sagen, dass sie ohne Marana verloren hätte? So, schau, Bade ready! Und dann startet's. Das kann ich echt nicht beurteilen. Nee, wenn da jetzt nochmal so. Ja, nicht, das ist lustig. Entschuldigung kommt. Ich glaube, von der Difficulty an Quaver geratet jetzt das schwerste bis jetzt. Naja, ja, eine 30, ja. Schuh. Wo ich mir eigentlich frage, wo das kommt, das her. Never knows. Quaver Kalk ist ein Mysterium für mich. Oval Density ist ziemlich hoch. Jeder Hot Dog sagt, what do you mean? Gerade Junturf eigentlich. Ich bin inspiriert, das war jetzt sofort. Also Streamfiles kriegen auch schon ziemlich hohe Ratings. Perfekt, weil. Also im Intro mal waren sie genau gleich auf. Jetzt ist der Eli dabei vorne, aber nur ganz knapp. Aber ganz knapp, ja. Die Running Man, die Longen hitten beide. Und Eli hat sogar unter 99. Das ist aber wahrscheinlich die Stelle, wo die Leute im Bot jetzt nichts hören werden, weil der Song wahrscheinlich blockiert wird. Das können wir uns gut sein. Da müssen wir nur laut drüber spammen. Das geht nicht, das habe ich schon versucht. Voll eine Schreien. Wir machen das Singalong. Na. Ehrlich. Ja, für den geht's um alles, der muss da jetzt auspacken. Ja. Der muss die Gewichte aufbauen. Ja, das so nicht. Na. Und nicht so. Nicht die Gewichte droppen lassen. Ey, Karamba. Was kann denn, was die Hack von Eli ist, aber vielleicht ist es schon so gut, dass wenn der Delta jetzt an CP einhauen wird, dass der Eli dann vorne ist. Ja, so smart rein. Und Delta noch mit der Full Combo dabei? Mit der Full Combo dabei, ja. Dafür, dass Sidegreed auch noch ist? Echt?
paar Minuten Tech, ist noch. Dampfhals, oder? Mhm. Spielt das ohne Probleme. Weil da wieder die ganz long running, man. Der Alien misst am Schluss. Oder Section. Und langsam, ja. Also jede Sekunde, die vergeht, ist auch Hoffnung schon mehr weniger für den Eli. Ja. Dicker. Ja. Es schaut schlecht aus. 30 Sekunden noch. Delta noch immer strong mit der SD. Ja. Eieiei. Drop der Eli da noch eigentlich jetzt Leute ins nächste Tier auf. Hätte gar sein. Ich hab's noch nicht geschaut, aber es kann sein. Ja. Oh na. Von Team gechallenged. Top 10 echt gedu. Oh! Du hast gegen ihn gespielt, Mann. Das war Freundschaftsspiel. Der Delta ist doch her und am gleichen Abend. Der Eli hat jetzt schon ein Match gespielt. Der ist doch. Ja. Der ist doch schon. Sach, man kann gewesen. Man kann in beide Richtungen argumentieren. Aber es ist halt, ja, okay. Also Delta holt 4 zu 1. Ja. Sicher Win jetzt noch am Schluss. Sehr stark aus der Kolter. Echt stark aus der Kolter. Ich finde, der Sieger der Herzen ist trotzdem der Eli einfach. Ne? Wow. Überhaupt nicht biased, wisst ihr, ist gar kein Problem. Ne? Einfach objektiv. Ich kenne die Person gar nicht. Ich weiß nicht, was du mir da unterstellen möchtest. Ja, klar. Oh, ja. Na dann. Okay. GG's. GG's. Delta gewinnt 4 zu 1. Jo. Solide Scores. Ja, jetzt dauert Tenami ja close worden. Und? Insofern der jetzt nicht gegen den Mark Arnold spielen will, was das weiter? Nein, so. Ich will jetzt nichts mehr. Nein. Ist ja schon viel passiert halt. Im Namen von der Community verabschiede ich uns jetzt da. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und an die Leute, die das im Wort anschauen. Nachdem da gerade der Sound Kommunist, der da definitiv gecopyrighted wird, hört es mich vielleicht gar nicht mehr, aber auch an euch einen schönen Abend noch. Ich schneide es aus, ist ja wurscht. Passt. Bye bye. Wir sehen uns demnächst. Ja.